Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Carrier Command 2. Der eine kommt, der andere geht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, wo sind wir hier? Hier, bei Avernus. Und können danach, ich weiß gerade gar nicht, was gibt's hier? Keine Großmunition, sondern irgendwelche Ausrüstungsteile. Genau, Geschütztürme und Co. Für meine Bodenfahrzeuge, so wie es aussieht. Für die Luftfahrzeuge ist da, glaube ich, nichts dabei. Aber die können ja zur Not auch immer Bomben abwerfen. Tja, und dann hier oben, um Torpedos produzieren zu können. Großmunition. Hier, ich überlege gerade, wo wir Flugabwehr. Hier, Großmunition. Das ist, glaube ich, die Flugabwehrmunition da links. Das ist immer schade, dass das irgendwie nicht dabei steht mit Mouse Over. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Aber gut, das sind wir ja noch lange nicht. Und nur mal zwischendurch Plan-Updates geben. Warum? Ja gut, das muss ich mir gleich angucken. Jetzt muss ich erstmal gucken, der nächste Flieger startet. Und das scheint einen Moment zu dauern. Die Barke scheint hier nämlich die Spritinsel nicht abzufahren. Haben wir denn da überhaupt eine Bestellung draußen? So, Munition. So, da können wir noch mal ein bisschen was kann ich noch lagern. So, 40 mm haben wir noch, 30 mm haben wir noch, obwohl, komm hier. 100 wenigstens. So, die Bomben. Ja, sind im Transfer. Packen wir trotzdem noch mal 10 Stück hier rein. Infrarotraketen. So, dann hier Marschflugkörper. 20 im Transfer. So, da haben wir nämlich keine mehr von. Und Flarak können wir nicht bauen. So, hier, das ist das Symbol. Flugabwehrrakete. So kann man es ein bisschen rausfinden. Ein bisschen wenigstens. So, Torpedos, Geschütztürme, Luftfahrzeug, Minigun. Haben wir gar nichts mehr. Ja, wirklich gar nichts mehr. Hier haben wir noch Chassis, die hole ich jetzt erstmal nicht nach. So, Kraftstoff. So, bitte holen. So, davon muss ich aber. Moment, jetzt muss ich aber wirklich nochmal gucken. Wo ist das Luftfahrzeug? Immer noch nicht in der Luft? Doch, jetzt. Nehmen wir einmal erstmal in die Nähe fliegen. So, hier ist ein Ziel. Dann nehmen wir ihn hier. Mit der Doppelbombe. Oder nein, halt. Wir nehmen ihn hier mit der Doppelbombe. Weil er einfach am nächsten dran ist. So, hat er die ausgeklinkt? Nö. Da muss er erst noch mal hier drehen. Ach Mensch, da hätte ich ja auch die anderen hier angreifen können. Und ich gewusst hätte, dass er so einen Kreis zieht, hätte ich nämlich lieber den hinteren anvisiert. Aber das kann ich noch ändern, oder? Oder fliegst du dann nochmal einen Kreis zusätzlich?
Okay, Prost. Wir starten am 2., am 3. und am 4. Das ist mir alles, das ist mir völlig egal. Auch schon auf Entfernung kämpfen, finde ich ganz in Ordnung. So, wirfst du die Bomben denn jetzt auch ab? Jawohl, Bomben abgeworfen. Und bitte gleich weiterfliegen. Uff. Shit! Sie haben ihn abgeschossen. Mist. Du sagst ja, nur noch doofe Bombenträger hier. Ich baue mal einen, ich könnte auch mal einen Manta bauen. Komm. Ui, da kann man aber viele Sachen einbauen. Vierfach Verteidigung. Ja, der hält vielleicht auch länger, ne? Wenn ich den als Bomber losschicke. Probieren wir einfach mal. So, der Flieger ist unterwegs. Vielleicht machen wir den Anflug einfach mal ein bisschen anders. So, hierher. Und dann dorther. Doppelbombe. Dann kann ich ihn aber nicht gleich von da weiterziehen, ne? Na gut, ich hoffe doch mal, das versteht er jetzt, dass er den Zielanflug hier unten machen soll. Bomben abwerfen, drüber fliegen und weg. Lernt nicht aus in dem Spiel. Okay, drüber, abwerfen, weg. Mal gucken. Ja, aber dann macht er macht das nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Weil ich nicht verstehe. Oder er macht das doch, er zirkelt jetzt nur so, dass er über dieses Kreuz, so wie über Kimme und Korn, auf das Ziel zielt, oder wie? Das kann natürlich auch sein. Jetzt aber Flux. Und drüber und weg. Jetzt aktuell wird er nicht getroffen. Und einer vernichtet. Ach komm, ich wollte nicht rauszoomen. Flieg weiter. Okay, das hat leidlich gut funktioniert. Nee, so weit runter brauchst du nicht. Obwohl, ist egal. Hauptsache er kommt an. So, jetzt lass mich nochmal nach dem Manta gucken. Manta, Manta. Da ist natürlich viel, was ich einbauen kann. Infrarot, Abwehrmaßnahmen und alles Mögliche. So, was ist das denn hier? Ein AVAX-Radarsystem. Ach was. Ich kann aus dem ein AVAX machen. Ich habe aber nur eins davon. Trotzdem reizvoll, das mal auszuprobieren. So, was haben wir denn hier? Ansonsten haben wir nur noch Bomben. Was können wir hier hinten noch reinbauen? Schallimpulsgeber, Nebelwerfer, Nebelwerfer. Hier, IR-Gegenmaßnahmen.
Ich hoffe, das macht er von selber. Ich investiere jetzt richtig hier, ne? Gut, ich habe ja nichts, was ich da noch reinpacken kann, außer Bomben. Ich möchte ihn eigentlich nicht als Bomber verwenden, aber als Avex? Na, wollen wir mal gucken. Was mir das vielleicht bringt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also, solange der umgerüstet wird, gucke ich nochmal hier, ob wir irgendwas vom Träger aus ausspähen können. Das schaut mir nicht so aus. Wollen ja auch was lernen. So. Jetzt die Barke. Bekommt jetzt neue Wegpunkte. So, der Wegpunkt ist ja klar. Wie mache ich die Wegpunkte hier kaputt? So mache ich die kaputt. So, wieder raus, wieder rein. Komm jetzt. So, Wegpunkte. So. 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 Und. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So, so. Gut, dann kriegen wir nämlich auch gleich Sprit nachgeliefert. Der Manta ist einsatzbereit. So, ein Albatros landet noch. Und wurde der Albatros zerstört? Ach, Schiss. Wegen schwerem Seegang, oder was? Oder hätte ich die Landepositionslichter einschalten müssen? Das ist ja doof. Gegens Heck gedonnert. Okay, dann kann der Manta umso schneller starten. Aber hoffentlich nicht umso schneller abstürzen. So, Avex. Da erwarte ich ja jetzt Grandioses, mit dem einzigen Avex-Modul, was ich habe. So, der Manta. Zeige dich. Da kommt er. Grazil wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem langen Rüssel? Der schaut schick aus, oder? Kontrolle an Flugkörper. Starten, wenn bereit. Ui, jo. Okay, den würde ich jetzt einfach erstmal in größerem Abstand hier um die Insel fliegen lassen. Ich will ihn ja nicht gleich kaputt machen. Okay, gucken wir mal. Die vier Bomben, 16 von 16 Gegenmaßnahmen, das wird er ja wohl automatisch machen. Und die Gimbal-Kamera. Und schon 3% Sprit verbraucht. Auch Zusatztanks. Ja, der hört sich auch geschmeidig an. So, das Avex-Radarsystem. Radar aktiv. So, was bedeutet das, wenn ich jetzt aus der Karte rausgehe? Habe ich da irgendwas von?
Gut, AVEX ist ja Luftraumüberwachung, ne? Oh, der Gimbal, die Bomben. Ist natürlich alles relativ weit weg hier von der Insel. Ich muss schon, glaube ich, näher ran, um da irgendwas von zu haben. Das sind schon krasse Kurven hier. Boah. Der ist aber ein bisschen anders als der Albatros. Da kannst du stabilisieren, wie du willst. Das ist ja, Kanone außer Reichweite. Das kannst du vergessen. Aber hier. Außer Reichweite. Ja, da kann ich jetzt höchstens mal selber mit einer Bombe rüberfliegen. Riskiere ich das? Ach, warum eigentlich nicht? Doppelbombe. Und das ist ja auch deutlich schneller. Und der hat auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Der hat die Bomben abgeworfen. Wie geht's ihm? Eigentlich ganz gut. Vielleicht, weil er deutlich schneller ist. Ich mag den Manta, auch wenn er ein bisschen kostspieliger ist. Der Albatros hat vielleicht aus Entfernung bei der Aufklärung einen Vorteil, weil er ein bisschen langsamer ist. Da kommt man ein bisschen besser. Ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ein bisschen besser. So, Bomben abwerfen. Ja, und da kann ich... Ah. So, und landen bitte. Er ist jetzt natürlich hier in der Luxus-Vollausstattung, sodass man ihn vielleicht eher nicht riskieren möchte. Okay. Dann werden die nächsten Geräte Manta-Bomber. So. Oder ja, ein Manta-Bomber zumindest. Und der bekommt auch nichts außer Bomben. Ich könnte ja auch mal ein bisschen fettere Bomben produzieren, oder? Nee, kann ich nicht. So, was wird hier produziert? Rakete. Infrarot. Marschflugkörper. Marschflugkörper brauchen wir nochmal. Ja, ruhig 100. Und leichte Bomben machen wir auch nochmal. 100. Und dann kann ich meine Needleship-Flotte ja erweitern schon wieder. Schon wieder ist gut. So, CIWS, einer, Torpedo, einer, Waffe, einer, Rakete, einer. Das wird eine richtig coole Flotte.
Habe ich denn jetzt mittlerweile auch mal irgendwie was bekommen? Jetzt fährt die Barke den ganzen Weg hier nochmal neu ab, oder wie? Nee, na gut. Ist denn wenigstens irgendwas im Inventar? Ja. Aber die Barke ist voll. Die Barke ist voll und fährt trotzdem immer diesen Rundkurs. Okay. Ich verstehe. Tja, der Folgenname ist klar. Wahrscheinlich hauptsächlich dann im deutschsprachigen Raum geschaut. Manta Manta. Boah, hier. Was sind das hier für Wellenfronten? Protokoll. Jetzt sag mir nicht, der wurde zerstört. Nee, da kommt der Mann. Da kommt er. Oder? Warte mal. Das müssen wir uns noch angucken. Okay, er dreht eine Warteschleife. Uff. Vielleicht ist das auch einfach nicht das Wetter um mit Flugzeugen. Warte mal, ich mach mal, mach mal, mach mal. Startbahnbefeuerung. Vielleicht hilft das ja was. So, drück mal die Daumen, dass er gut runterkommt. Am besten jetzt gleich Daumen nach oben und das Video. Wisst ihr Bescheid? Hagelschauer oder was? So, wo ist er? Gewitter. Da kommt er. Ganz knapp über der Welle. Vielleicht ist der Albatros ja auch in die Welle reingeflogen und deswegen kaputt gegangen. Boah, erstmal abschütteln und trockenlegen. Okay, also wir haben eine erfolgreiche Landung zum Ende der Folge. Ich denke mal, das Verstauen unten im Schiff, im Rumpf des Schiffes wird nun auch noch unfallfrei funktionieren. Wenn das nicht so sein sollte, dann werde ich euch darüber berichten und darüber berichten werde ich euch dann in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.